bei klarem Himmel dein Flugzeug abstürzen lässt, das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Okay, die Lara macht sich hier ganz schön einen Kopf. Brauchen wir schmutzige Tricks? Ich denke nicht, aber hier können wir nichts mehr ausbilden, also müssen wir bei Überleben dann nochmal was nehmen. Ein zusätzliches Bergungsgut bedeutet mehr zum Upgraden. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nur an... Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie F in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Das klingt doch fantastisch. Das heißt, wir können uns endlich auch im Nahkampf wehren. Wir haben schon gesehen, also Waffenverbesserung wird nicht möglich sein. Dafür haben wir einfach zu wenig von diesem Bergungsgut. Aber das hier nehmen wir mit. Nein! Okay, wir haben eine Seil als Ausrüstung erhalten. Na komm. Das geht doch. Wo sind? Da sind bestimmt noch mehr. Es muss einen Weg nach oben geben. Okay, Bögenmunition sind wir voll. Hier haben wir Bergungsgut. Okay, wir brauchen den Bogen. Das können wir auch wegziehen. Wir müssen alles mal wegziehen, was wir wegziehen können. Ne, Seilpfeile brauchen keine Pfeilausrüstung. Ah. Okay. Jetzt sind wir oben. Waffenmodifikationen, das klingt gut. Noch mehr Bergungsgut und noch mehr Pfeile, aber genau, Pfeile brauchen wir momentan.
da geht's. Also Kopfüberschießen ist... Cool. Ein guter Punkt zum Einhaken sein. Wie kommen wir da hoch? Wir wollen da hoch. Ja, ach, das dauert ja ewig. Wir probieren es. Mach das, gucken, ob das funktioniert. Wenn wir uns jetzt nochmal hier dran stellen, aber das hier wählen. Ob wir dann zwei Brücken am selben... Okay, wir können. Das finde ich sehr gut. Weil ich möchte gerne hier das Bergungsgut noch mitnehmen. Aber das war es dann jetzt auch schon wieder. Da kommen wir auch bestimmt mit hoch. Hier sind auch nur noch mehr Pfeile. Dann geht es jetzt hier weiter. Ich finde schön, dass Lara jetzt automatisch immer die Fackel zündet. Oh, ich dachte, das wäre ein Gegner. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen. Mayday, Mayday, hier Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Aber nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Der arme Ross, er meint's ja nur gut. Ah ja, hier ist das Lager. Wir benutzen es einfach mal wieder kurz. Ich meine, vielleicht kann man mit 200 Bergungsgut wieder was ausverbessern. Ah, Bogen geht immer noch nicht. Ich würde mal sagen, dann ist jetzt die Handfeuerwaffe wieder dran. Ah, hier, Rücklauf. Erhöht Terrorschaden, die nehmen wir mit. Das ist ja jetzt von der Stufe 2, weil wir ja das... Ah, okay. So. Dann auf zu den Co-Piloten. Sieht ja im ersten Moment jetzt nicht allzu gefährlich aus. Aber wer weiß. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter. Drei Stück.
Sag mir, dass es einfach geht. Okay. Ja, super, perfekt. So, das sah doch schon mal sehr gut aus. Und beide ausgeschaltet, ohne auch nur einen Mucks zu machen. Oh, Modifikation für den Bogen. Und hier haben wir wieder ein Artefakt. Oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Okay, und was ist darauf jetzt das geheime Objekt? Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Ah. Auch bekannt als tanzende Pilze. Warum tanzende Pilze? Da ist ein Buch hin. So, wo ist denn jetzt nochmal dem sein? Da drüben. Den anderen haben wir anscheinend runtergestoßen. Okay. Hier können wir ja wieder eine Statue erleuchten. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Ich sehe jetzt keine Gegner. Frei. Wir müssen hier runter. Ich will... Oh, nein. Das Ding hier anzünden. Ja, so ist es doch. Ach so. Komm. Was zur Hölle war das? Okay. Neuer Versuch, neues Glück. Wir müssen wieder nach oben. Und sind irgendwo vorbeigelaufen. So, hier rüber. Von hier wieder zu. Ja, jetzt bleibt das stehen, jetzt können wir das auch anzünden. Wieder hier rein. Möglichst unter die Kohlepfanne. Sehr gut. Und wir können das Ding jetzt hier ausplündern. Perfekt. Da ist ein Seil. Da, ich gucke jetzt mal, wo was ist. Hier sind auf jeden Fall Seile miteinander verbunden und da unten auch noch mal jede Menge Seile. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal und gucken, ob wir hier weiter können, bevor wir weiter runterschwingen. Okay, Pfosten haben wir hier.
damit geht das ja ziemlich. Da unten kann man auch überall langlaufen. Zumindest sieht das so aus. Okay. Ich befürchte. Jetzt ist die Frage, haben sie mich gesehen? Oder das waren es nur die zwei? Und jetzt hier Raben, da vorne ist noch eine Statue. Ich möchte aber eigentlich als erst dem Piloten helfen. Und das wäre darüber, obwohl. Runter geht's immer. Oh nein, ich glaube, wir wollen wieder hoch. Wir wollen wieder hoch, definitiv. Denn, ich weiß nicht, wer von euch noch erkennt. Ich habe es jetzt wieder erkannt. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon einmal. Zumindest sieht es so aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr hoch. Oder haben wir das? Ach nein! Hier war die Tür, die war zu und da kamen wir nicht durch. So war das also. Und jetzt hat sich das Ganze verbunden. Da war eine Tür mit einem Seil dran und das sah so aus, als würden wir da nicht durchkommen. Und weil wir jetzt die Seilpfeile haben, kommen wir durch. Irgendwas in die Richtung.